Wikinger? What? Der Drache ist gerade erst weg. Oh, ein Wikinger-Schiff mit Katapult. Hallo und willkommen zurück zu Kingdoms and Castles. Das ist ein Notfall. Der nächste Drache ist inbound. Oh, da kommt er. Zieht ihr ihn. Oh, wo will der hin? Ich glaube, der will hier zu unserem Obstgarten oder so. Mal gucken. Oh. Der letzte Drache war nicht mehr so wirklich friedlich. Ich weiß nicht, was der vorhat, aber ich habe das Gefühl, der wird hier ein paar von unseren Bauten abbrennen. Oh nee, da ist kein Brunnen in der Gegend. Das wird jetzt wahrscheinlich abbrennen, das Gerät hier. Der Obstbaumgarten. Nee, Obstgarten heißt der. Oh oh. Holt Wasser! Schnell, der Drache ist da! Ihr seht ihn doch! Holt Wasser! Oh, er fliegt weiter. Oder? Ja. Ich habe immer noch keine Abwehr stehen, also das ist die nächste Priorität dann. Da sollten wir auf jeden Fall was machen. Ich weiß nur nicht genau wo, weil wir bräuchten ja überall irgendwas. Nicht die Schmiede! Nicht schon wieder! Aber hier steht wenigstens ein Brunnen. Da sind auch überall Leute. Ich hoffe mal, dass die das dann löschen. Okay. Ja, heute wollte ich dann eigentlich mal anfangen, bei Versorgung, genau, das Aquädukt zu bauen. Jetzt brennt ja schon wieder meine Schmiede ab. Naja, was heißt schon wieder? Das letzte Mal ist ja von selber abgebrannt. War der Drache unschuldig. Und jetzt macht er Pause, der kommt bestimmt gleich wieder. Der muss nur kurz seinen Atem hier erholen. Damit er dann wieder das nächste Haus anhauchen kann. Ich denke, wir bauen vorher wirklich mal irgendwo so ein bisschen Abwehr, dass wir unsere Burg verteidigen können und vielleicht die Stadt da hinten. Das wäre auch nicht verkehrt, weil die ist schon ziemlich wichtig für uns. Wir können ja hier... Hör auf, Feuer zu spucken! Nee, jetzt ist der Steinmetz auch noch dran. Nicht gut. Wie machen wir das am besten? Hier brauchen wir jede Menge Piers, ne? Ob das gut ist? Wenn ich hier noch mehr Häuser hinstellen will, dann brauchen wir erstmal ein Pier fürs Haus und dann noch ein Pier für die Mauer. Das wird bestimmt teuer. Gute Frage, wie wir das machen. Ich denke, wir stellen hier trotzdem mal so ein Pier hin. Oder wir machen die Mauer an Land. Ist günstiger. Wir wollen ja auf jeden Fall irgendwo einen Abwehrturm. Das muss ich mir mal genau überlegen. Wo? Ist jetzt gut hier? Drache weg? Ich glaube, er ist weg. Kein Drache mehr zu sehen. Wunderbar. Jetzt haben wir schon wieder Winter. Nahrung sieht auch nicht so wirklich prickelnd aus. Da müssen wir auch dringend was machen. Also wir müssen dringend dieses Aquädukt aufbauen. Und vielleicht machen wir hier jetzt mal so eine Steinmauer. Dass wir uns hier in dem Bereich wenigstens verteidigen können. Vielleicht hier an der Ecke so. So. Höher geht nicht. Da müssen wir erst außenrum höher bauen, damit wir den Turm auch höher machen dürfen. So funktioniert das. Was ist das? Noch ein Brunnen. Der kann weg, da kommt eh keiner hin. Eigentlich, da steht ein Brunnen. Das sollte reichen. Okay. Ja, und hier brauchen wir wahrscheinlich auch einen Brunnen. Da können wir mal einen hinstellen. Bevor der nächste Drache wieder da ist. So. Ja, und dann bauen wir vielleicht da rechts und links noch so ein bisschen höher. Da machen wir noch eins hin. Da noch eins. Und hier noch eins. Dann können wir hier wieder einen draufsetzen. So. Und da können wir ja dann oben zum Beispiel so ein paar Bogenschützen draufstellen oder so. Je höher man das baut, desto höher ist wohl die Reichweite. Wenn ich die auf den Boden stelle, dann haben die... Das geht gar nicht, aber da haben sie kaum Reichweite. Hier oben haben sie ein bisschen mehr. Und hier oben... Kann man die schon draufstellen? Ja. Haben sie eine ganz gute Reichweite. Das ist ziemlich cool eigentlich. Die Burg decken sie trotzdem nicht ab. Egal, ich setze sie da mal oben drauf, dann haben wir irgendwie so ein bisschen Alibi-Abwehr stehen. Und da müssen wir uns um unsere Nahrungsversorgung kümmern. Wir haben schon Straßen in alle Richtungen. Ich denke, schauen wir mal bei Versorgung. Und das Wasserrad kostet zu viel Holz, so viel haben wir nicht. Oh je. Ich weiß nicht, ob wir das hier draußen hinstellen können, weil das ist ja Meerwasser, ne? Vielleicht müssen wir da den See nehmen. Wir werden sehen, sobald wir Holz haben. Wieso ist denn das ganze Holz weg?
Vielleicht brauchen wir noch irgendwo einen Förster. Okidoki. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Der Drache ist wieder weg. Der hat eigentlich nichts angestellt. Alles steht noch. Alles ist noch heil. Ich habe hier jetzt auch mal... Habe ich schon? Ich glaube, ich habe schon Steine entfernt, oder? Nee, habe ich noch nicht. Wir könnten jetzt Steine entfernen. Wir haben nämlich jetzt Werkzeuge. 21 Stück. Aber die Förster und ich glaube auch die Steinmetzer, die benutzen die Werkzeuge. Jetzt haben wir nur noch 19. Ich glaube, das wird hier gelagert, oder? Auch. Weiß nicht, ob das abgezogen wird von unseren Lagerressourcen. Ich denke mal nicht. Die benutzen das, glaube ich, um Bäume zu fällen und um Stein abzubauen. Das heißt, die bauen dann ein bisschen schneller ab, aber dafür sind dann wieder ein paar von den Werkzeugen weg. Das ist also auch nicht so gut. Wir könnten uns hier durchbaggern. Dann kämen wir da besser durch. Weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist. Es wäre natürlich cool, wenn wir hier noch einen zweiten Steinmetz an den Baum an diesen Stein stellen könnten. Das heißt, wir könnten da mal den Fels wegreißen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz für Steinmetze. Industrie, Felsentfernung. Bäm. Okay, das müssen die erst aufbauen und dann können wir den Felsen, glaube ich, löschen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wir werden sehen. Wikinger? What? Der Drache ist gerade erst weg. Oh, ein Wikinger-Schiff mit Katapult. Das ist nicht gut. Was ist denn das? Ist das ein Ogre oder was? Ich habe kein gutes Gefühl. Die Kamera ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das ist ein Ogre oder irgend sowas. Irgendwas Großes. Und unsere Einwohner sind gerade verzweifelt. Keine Ahnung warum. Vielleicht sollte ich die Steuern ein bisschen absenken. Okay, die sind jetzt an Land gegangen hier. Das Schiff steht da. Und die gehen jetzt wahrscheinlich da über unsere Brücke oder so. Mal schauen. Das ist nicht gut. Und das ist immer noch nicht fertig hier. Ich weiß nicht, ob das noch fertig wird. Oh, wir bräuchten Soldaten oder sowas, ne? Das dauert alles viel zu lange. Also ich kann jetzt nichts mehr hinstellen. Da war ich nicht drauf gefasst. Das ist super uncool. Oh. Ich habe hier noch einen Förster hingestellt. Der ist auch noch nicht fertig. Dauert alles einen Moment. Ich glaube, die haben sich verlaufen. Oh, sie sehen die Straße. Das sind so kleine Wikinger und ein ziemlich großer. Oh. Die schwimmen. Der Große nimmt die Brücke. Okay. Nee, wir haben überhaupt keine Abwehr stehen. Das ist nicht cool. Geht weg, ihr Wikinger. Was machen die? Oh nee, die machen alles kaputt. Die zünden alles an. Oh nein. Die gehen die Straße entlang und zünden alles an. Okay, das haben sie stehen lassen. Gleich steht er. Komm schon, go, go, go. Das dauert noch ewig. Oh nee. Die wollen, glaube ich, in unsere Stadt, ne? Der Brunnen wurde zerstört. Das ist nicht gut. Das war der Brunnen. Das war der Schmied. Das geht ja schon wieder gut los hier. Oh, die kommt zurück. Wo wollen die hin? Okay. Ich weiß nicht, was die machen. Oh, ein Händler ist da. Ich glaube, die ziehen wieder ab. Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Die wollten scheinbar nur ein paar Gebäude zerstören. Na gut, dann können wir das ja alles wieder aufbauen, theoretisch. Der Schmied, der lebt immer nur ein paar Tage. Dann brauchen wir wieder einen neuen. Stellen wir halt wieder einen hin. So. Ja, stellen wir den mal so hin, oder? Bam. Wunderschön. Das ist unser dritter Schmied. Gut, mal sehen, wie lange der überlebt. So, jetzt haben wir schon mal genug Ressourcen, um hier anzufangen. Mit der Bewässerung, das ist bei Versorgung. Und zwar dieses Schöpfrad. Das könnte ich jetzt hier in unseren Teich stellen. Das braucht Süßwasser. Also,
Ja, das ist Salzwasser. Hier können wir das nicht hinstellen. Man kann das teilweise schon im Meer platzieren, aber teilweise auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Hier kann man es hinstellen, obwohl es im Meer ist. Und hier habe ich es überall schon probiert, da kann man es nirgendwo hinstellen. Das heißt, wir werden es wohl hier in unseren Teich stellen. Stellen wir das direkt mal hin, dann können die da schon mal anfangen. Das dauert, denke ich mal, einen Moment. Das ist ein Riesending. Ziemlich teuer. Jetzt haben wir keinen Stein mehr. Holz sieht eigentlich relativ gut aus, geht langsam hoch. Schmiede steht auch wieder. Wir haben jetzt ein bisschen Abwehr hier stehen. Also, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Vielleicht sollten wir hier unten noch einen Turm hinstellen. Wir sollten definitiv bei unserer Stadt noch was hinstellen, dass die so ein bisschen geschützt ist. Da werde ich mich jetzt auch drum kümmern, dass wir vielleicht noch ein Pier oder so hinstellen hier und mal anfangen, hier ein bisschen für Abwehr zu sorgen, dass auch der Hafen geschützt ist. Da sind ja auch ziemlich viele Sachen von uns gelagert, also das wäre, glaube ich, schon wichtig. Und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um die Bewässerung zu machen. Ich stelle jetzt mal hier so einen Turm hin dann. Und haben wir noch Ressourcen? Jawohl. Machen wir mal so, dann können die da besser rüber und müssen nicht schwimmen. Und mal sehen, wie lange das dauert. Das geht halt relativ schnell, ne? Läuft. Brauchen noch 70 Stein, 45 Holz. Und dann brauchen wir, glaube ich, diese Aquädukte hier, um das Wasser weiterzuleiten. Ich weiß nicht genau, wo das stehen muss. Ich glaube, hier, ne? So. Müsste passen. Dann stellen wir irgendwo hier in der Mitte dieses Bewässerungsgerät hin und dann sollte das uns das ganze Gebiet bewässern. Und da können wir dann Obstgärten hinstellen. So ist der Plan. Das ist zwar alles nur fruchtbar und nicht sehr fruchtbar, aber dafür gibt es relativ wenige karge Flächen. Das ist schon mal ganz gut. Ich bin immer noch am Rätseln, ob ich das vielleicht besser hier hingestellt hätte. Aber da sind halt sehr viele karge Flächen zwischendrin. Also ich denke mal, das geht sich ganz gut aus. Schauen wir mal. Die kosten 6 Gold im Jahr. Das ist ziemlich viel. Also die Bogenschützen sind ziemlich teuer. Ich denke, wir bauen jetzt auch mal so ein paar von den Ballistas auf. Zum Beispiel hier. Auf dem Turm. Und die haben, glaube ich, eine bisschen größere Reichweite. Hier hinten auch eine hin. So, dann ist die Stadt ein bisschen geschützt und unser Schmied, der braucht dringend Schutz. Der brennt sonst gleich wieder. Was habt ihr denn zu erzählen? Militär? Guten Tag. Mein Herr, einige Steinbrüche haben keinen Platz mehr. Das stimmt nicht, wir haben Platz. Majestät, es hat so viel Zeit benötigt, die Ernte einzulagern. Okay, eigentlich immer dasselbe wie immer. Stein? Tatsächlich, sieht aus, als wäre es voll irgendwie, aber das Ding ist noch leer. 33 von 240. Also irgendwas stimmt da nicht. Die könnten den Stein einlagern, wenn sie wollten, aber die tun das nicht. Mal gucken, vielleicht machen die das ja noch. Okay, den Stein habe ich entfernt, da habe ich noch so ein Steinmetz hingestellt. Die sind immer nur besetzt, wenn die nichts zu bauen haben. Sobald irgendwie Häuser zu bauen sind, kommen die ganzen Steinmetze und bauen Häuser. Ah, da kommt ein Handelsschiff, super cool. Hier habe ich auch nochmal so ein Steinentfernungstool hingesetzt und das kann man wieder abreißen. Das bringt gar nichts, da kriegen wir, glaube ich, ein paar Tools zurück. Oder wir entfernen den Stein endgültig. Jetzt ist der Stein weg und wir können da den Weg komplett durchziehen. So. Bäm. Super nice. Da baue ich schon wieder das nächste Haus. Und ja, wir müssen uns um Nahrung kümmern, bevor ich das Haus da wirklich zu Ende baue. Das wäre ziemlich wichtig. Das heißt, wir machen mal hier ein bisschen weiter mit dem Aquädukt. Wir haben ja 144 Stein. Wir haben zwar kein Holz, aber man braucht schon Holz. Mal ein bisschen weiter hier. So, dann ist der Stein aus. Und dann stellen wir das ungefähr so in die Mitte rein hier, ne? So, hier in dem Bereich. So, könnte das eigentlich ganz gut hinpassen, ne? So. Und dann können wir hier alles mit Feldern zubauen. So sieht mein Plan aus. Mal sehen, ob der aufgeht. Auf jeden Fall dreht sich das Rad schon, das sieht also sehr gut aus. Da bin ich ganz zufrieden mit. Haus? Sobald das Haus da hinten fertig ist, werde ich hier vorne so ein paar kleine Häuser abreißen. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz und können die Wege ein bisschen besser verlegen. Und dann sollten auch nicht gleich wieder so viele Leute da sein, dass wir eine Hungersnot kriegen oder so. Im Moment geht die Nahrung hoch, obwohl Winter ist, also sieht ganz gut aus. Bäm, da steht die Ballista oder wie das Ding heißt. Mary ist ein Backgroßmeister. Und die Turmballiste, so heißt das Ding, kostet 12 Gold im Jahr. Geschickte Soldaten 4%. 78 Schaden pro Sekunde. Das ist nicht viel mehr als die Bogenschützen.
Aber die haben auch schon mehr geschickt, ne? 25%. Mal gucken, ob sich das lohnt, ne? Müssen wir schauen. Wir haben jetzt zwei Ballistas und einmal Bogenschützen. Besser ist gar keine Abwehr. Okidoki. Schauen wir mal, was uns hier als nächstes geschickt wird. Was, wir haben eine Seuche. 46 kranke Arbeiter. Und Einwohner. Da steht unser Krankenhaus. Machen die Jungs? Da sind die Ärzte überall unterwegs. Das sind die Schwarzkittel. Die Seuchendoktoren. Okidoki. Die sollten die jetzt wieder gesund kriegen, hoffentlich. Gucken, ob das funktioniert. Der läuft einfach an dem vorbei. Der jagt wohl irgendwen anders. Bäm! Gesund! Bäm! Gesund! Läuft! Die machen das! Da ist noch einer. Und was ist das? Da ist noch einer hier. Da kommt schon der Seuchendoktor. Bäm! Sweet! 6 sind gestorben! Oh! Irgendwo waren noch kranke Leute, aber das kann man den solchen Doktoren nicht wirklich übel nehmen, weil ich habe die auch nicht gefunden. Okidoki. Ja, dann schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Stein zusammenbekommen. Ich lasse die Leute mal nichts mehr bauen, dann sollten sie sich theoretisch... Oh, da brennt schon wieder die Schmiede. Was für ein Zufall. Es regnet, da ist der Brunnen und hier brennt die Schmiede. Im vollen Regen. Ja, die stehen da jetzt und schießen Wasser drauf. Super gut. Gute Arbeit. Nicht schlecht. Das sind, glaube ich, die Baumfäller hier, die haben Äxte. Oh nee, der Drache ist hier. Und genau über unserem Wasserrad, dem Schöpfrad. Wenn ihr das Schöpfrad zerstört, dann drehe ich am Rad. Ich weiß nicht, ob er das kann. Der wird auf jeden Fall beschossen, das ist schon mal gut. Mal sehen, ob die Ballista den vom Himmel holt. Einen Schuss hat er schon erwischt. Ah, sieht nicht so aus. Denk mal nicht, dass er das Schöpfrad zerstören kann. Das ist doch voller Wasser. Oh, da brennt schon wieder was. Ich weiß gar nicht recht, was da brennt. Ich glaube, das ist der Steinmetz hier. Ja, der Steinmetz. Ach, der hier brennt, glaube ich, auch. Oh je, die Ballista schießt die ganze Zeit und dem Drachen passiert scheinbar gar nichts. Der interessiert sich gar nicht dafür. Oh je, ich glaube, wir brauchen mehr Ballistas. Hol ihn dir! Trifft definitiv. Vielleicht haben wir ihn verscheucht. Okay, die haben alles gelöscht, also nichts passiert, alles gut. Jetzt haben sie 14% geschickt, das ist schon mal gut. Machen die jetzt auch mehr Schaden? 88, ich glaube vorher waren es irgendwas in den 70ern, ne? Ich glaube, die machen auch mehr Schaden jetzt. Yeah, die haben den Drachen vertrieben. Super gut. Und ich glaube, wir sind jetzt soweit. Wir können das Reservoir hinstellen. Ressourcen sind zusammen. Das ist ziemlich teuer. Das kostet 70 Stein und noch einen Haufen Coins. Stellen wir das mal hier hin, oder? Da müsste das ganz gut passen. Da brauchen wir aber erst Straßen für. Das wusste ich nicht. Wieso brauchen wir denn dafür Straßen? So. Dann bauen wir jetzt einfach mal eine Straße rein. So. Sollte reichen, oder? So, gehen wir auf Nummer sicher und bauen da das Reservoir. Ja, so. Bäm. Dann brauchen wir noch einen von den Aquäduktteilen. So, dann ist das verbunden. Und dann sollte theoretisch die Überbewässerung hier bei uns stehen, ne? Schauen wir mal. Und dann können wir, glaube ich, die kargen Flächen auch bebauen. Ich hoffe es. Und der Rest sollte wahrscheinlich dann besonders fruchtbar sein, ne? Sehr fruchtbar und nicht mehr nur fruchtbar. Mal sehen, was das Ding bringt, wie gut es ist. Wir werden sehen. Nahrung ist im Moment noch in Ordnung. Ich habe 2 von den kleinen Häusern abgerissen hier, dass es nicht zu viel wird. Wir haben jetzt 159 Leute gleich. Einer fehlt noch. Händler, was bringst du denn vorbei? Bäm. Was verkaufst du uns denn? Du hast Waffen, aber auch wieder keine Tools, oder? Nee, das sind keine Tools. Der hat Eisen und Waffen, aber keine Tools. Ich denke, Tools sind so das Einzige, was man kaufen würde. Verkaufen. Ich denke, wir brauchen alles. Wir könnten ein bisschen Holz verkaufen oder so.
Verkaufen? Holz? Villa 36. Haben wir auch gar nicht mehr gelagert, also können wir sowieso nicht wirklich verkaufen. So. Oder können wir 35 Holz verkaufen? Kriegen wir 35 Gold. Lohnt sich das? Nicht so wirklich eigentlich. Holz ist ja auch ziemlich wichtig für uns. Brauchen wir ständig zum Bauen hier. Und zum Verheizen natürlich. Gut, dann lassen wir die mal ein bisschen weitermachen. Wo stellen wir denn dann eigentlich die ganzen Obstgärten auf? Da brauchen wir auch wieder Straßen überall. Da müssen wir dann erstmal Straßen bauen. Na gut, das kriegen wir hin. Können wir da Straßen unter dem Aquädukt durchbauen? Das ist eine gute Frage. So. Ja, das funktioniert. Das könnte man machen. Für einen Moment. Ich denke mal, dass wir hier auf die beiden, an den beiden Slots hier, Planquadraten, da können wir bestimmt so Obstgärten hinstellen. Das heißt, ich mache hier jetzt mal so eine Straße durch. Oder können wir... Oh, wir können die Straße praktisch unter das Aquädukt bauen. Das sieht bestimmt auch cool aus, oder? So. Mal schauen, wie das aussieht. Die müssen halt dann um die Posten rumlaufen, aber das ist ja ziemlich praktisch eigentlich. Spart Platz. Gut, das kriegen wir hin. Was können wir denn noch bauen? Eine Kirche oder... Kirche ist bestimmt nicht verkehrt, ne? War da nicht noch so ein Versammlungshaus oder sowas? Große Halle. 150 Stein, wow. Die ist echt groß, die heißt nicht umsonst so. Wollen wir die hier mit reinstellen? Vielleicht so? Ich überlege, wo wir die am besten hinstellen. Die muss auf jeden Fall mit in unsere Burg. Die sieht mega cool aus. Wo haben wir denn noch Platz? Das ist, glaube ich, die Waffenkammer. Ich bin auch am Überlegen, wo wir da überhaupt Eingänge machen. Also hier vorne ist der Haupteingang, ist ja klar. Und hier? Oh, was ist denn hier? Da ist eine leere Stelle. Aber die ist nicht leer, das ist von unserer Burg belegt. Was ist denn mit der Kirche? Die ist auch ziemlich groß. Können wir die hier hinten mit dran stellen? Könnten wir. Kommt halt keiner so wirklich rein, ne? Wir wollen ja eigentlich den Eingang sehen. Wenn ich da jetzt eine Mauer davor setze, dann sieht man ja den Eingang nicht mehr. Vielleicht stellen wir die... Ja, die Kirche stellen wir, glaube ich, nach draußen. Aber die Versammlungshalle hätte ich noch ganz gerne drin. Mal sehen, wie wir die einbauen. Und da steht das Aquädukt komplett mit 4 von den Obstgärten hier. 2 sind noch am Ausbauen, glaube ich. Nee, ist schon fertig. Die pflanzen gerade an. Super gut. Ja, ich habe mal geguckt, wie das so ist mit dem Aquädukt, ob sich das wirklich lohnt, das hinzustellen. Und die Antwort ist, naja, so ein bisschen. Also das hier ist ein Obstgarten, der komplett auf so durchschnittlichem Land steht. Es gibt ja hier dieses sehr fruchtbare Land, dann gibt es hier dieses fruchtbare Land, dann gibt es hier auch immer wieder karges Land. Das habe ich jetzt zufällig getroffen. Nicht schlecht. Wir haben schon wieder eine Seuche, aber es sind nur 9 Einwohner krank. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und wenn wir das jetzt komplett auf so durchschnittliches Land stellen, dann haben wir hier Grundproduktion 18, Fruchtbarkeitsbonus plus 4 und bewässert bringt nochmal 4. Und hier haben wir die Dinger auf so grünem Boden, auf sehr gutem Land. Und das bringt dann 18 und plus 8. Die Meisterarbeiter lassen wir mal raus, weil die werden irgendwann alle zu Meisterarbeitern. Also... Bestmöglich ist 18 plus 8 ohne die 4 Bewässerungsbonus. Und das hier hat halt auch 18 plus 8 auf dem mittleren Boden. Also es bringt schon einiges. Wenn wir das hier alles komplett zubauen mit Obstgärten, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber wahrscheinlich wäre es schon besser gewesen, das hier drüben hinzustellen und die Stadt auf die andere Seite. Weil ich fand das hier irgendwie schön für die Stadt. Also wie auch immer, passt schon irgendwie. Und die kargen Flächen, die machen nichts aus. Wenn man die bewässert, dann kann man da drauf anbauen. Das ist also überhaupt kein Problem, dass hier überall so karge Flecken mit drin sind. Okay. Jetzt ist mal wieder so ein bisschen mehr. Ich habe die Kirche mal hier hingestellt. Die hat einen riesen Radius und ist wichtig für die Häuser. Das heißt, die muss irgendwie in der Stadt drin stehen. Deswegen habe ich die mal da platziert. Und die braucht 3 Arbeiter und bringt eine Grundzufriedenheit von 5.
Da sitzt sogar schon Meisterpriester drin. Das bringt wohl nochmal 2. Und 7 im Umkreis. Also das hängt irgendwie davon ab, wie hoch der Priester ist. Ich glaube, die 7, die kommen vom Priester. Das waren, glaube ich, vorher 5. Also es bringt mindestens 5 Grundzufriedenheit und 5 im Umkreis, was schon krass viel ist. Die haben jetzt Zufriedenheit 89. Das ist schon gut. Super cool. Die sind nicht ganz so gut, weil sie keine Schenke haben, ne? Ist die Reichweite zu gering. Okay. Und das hier ist die große Halle. Die sieht mega cool aus. Da kann man nichts machen, sondern da sind 3 angestellt und die machen da wohl Essen oder so. Bereiten da Essen zu. Große Festmahle. Ich habe hier ein bisschen Steinstraße hingestellt. Das sieht auch ziemlich cool aus und kostet kein Holz. Holz haben wir immer zu wenig. Und da können wir vielleicht auch mal eine von den Statuen hinstellen. Da gibt es Fig und den Beschützer des Waldes und der aller beheimateter Kreaturen. Okay. Also aller Waldkreaturen. Das Ding ist riesig. Alter Schwede. Ich dachte, das wäre so eine kleine Statue oder sowas, aber nein, das ist eine große Statue. Und Königin Barbara ist auch ziemlich groß. Gehört die hier mit rein oder eher vor die Stadtmauern? Eher nach draußen, oder? Obwohl die hier drin auch cool aussehen würde. Jetzt bin ich wirklich am Überlegen. Vielleicht stellen wir die hier rein. Das könnte aufgehen. Ich habe ja schon so einen Plan, wie das alles aussehen soll. Dann hätten wir aber keinen Weg mehr, der da durchgeht. Bin gerade am Planen. Hier geht die Stadtmauer vorbei. Dann hätten wir hier Platz für sie. Wir wollen aber auch noch ein großes Lager. Also ich hätte hier ganz gerne ein großes Lager drin. Oder wir nehmen einfach mehrere kleine Lager. Das geht bestimmt auch, ne? Warum machen wir das nicht? Das ist viel praktischer. 240 kann das speichern. Ich habe auch schon einen großen Kornspeicher hingestellt. Das ist der kleine, der kann 200 speichern und der große kann 450 speichern. Hat 4 Arbeiter. Also die sind ein bisschen effizienter, die großen Sachen. Ist das so wichtig? Effizienz. Wer braucht schon Effizienz, ne? Hauptsache sieht gut aus. Wollen wir uns die Königin Barbara hier mit reinstellen? Ich finde, das sieht gut aus. Bam! Mal sehen, was das kostet. Das kostet bestimmt irgendwie durchgehend Gold oder so. Aber wir haben so viel Gold. Mit Steuersatz 2 kommt man schon ziemlich gut klar. Also da bin ich absolut zufrieden mit. Jetzt können wir hier so eine Steinstraße durchziehen, dass die da überall rumlaufen können. So. Das machen wir auch Stein. Und dann kommt da außen komplett eine Mauer außenrum, hätte ich gesagt. Dann haben wir unsere Burg erstmal fertig. Das Ding muss leider weg. Das kommt dann nach drinnen. Und zwar machen wir das dann so, dass wir das hier rund um die Königin Barbara platzieren. Die hat da bestimmt nichts dagegen, oder? Was meint ihr? So und so. Habe ich die jetzt richtig platziert? Ich habe keine Ahnung, wo die Eingänge sind. Da ist der Eingang, ne? Also habe ich das eine richtig und das hier vorne falsch. Machen wir das nochmal. Das muss alles perfekt sein. Kleines Lager in unserer Burg. Bam. So, ich denke mal, das sollte funktionieren. Jetzt haben wir sowieso wieder kaum noch Stein. Können natürlich den restlichen Stein auch noch verballern. Mache ich einfach weiter. So. Genau, und hier kommt dann auch überall Mauer hin. Und da kommt auch überall Mauer hin. Jetzt haben wir wirklich keinen Stein mehr. Und die Leute haben ziemlich viel zu tun. Okay, wir haben die 200 Einwohner nicht ganz geschafft. Aber ich würde sagen, wir waren trotzdem super erfolgreich. Wir haben jetzt hier dieses Bewässerungssystem stehen. Das Aquädukt. Das ist schon ziemlich cool. Das heißt, wir können uns jetzt hier so viel Nahrung hinstellen, wie wir brauchen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Förster haben wir, glaube ich, auch genug für einen Moment. Wir bräuchten fast noch mehr Steinmetze. Aber ich glaube, wir haben genug. Da sind nur zu wenige Leute am Arbeiten. Das heißt, in erster Linie brauchen wir Leute. Wir müssen also unsere Stadt ausbauen. Okidoki. Ich denke, wir haben ziemlich viel geschafft. Wir waren gut dabei heute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Aquädukt in einer Episode hingestellt kriegen. Das ist schon richtig gut gelaufen. Da kam jetzt längere Zeit kein Angriff. Das hat uns so ein bisschen in die Hände gespielt. Ansonsten hätte ich erstmal wieder kämpfen müssen und dann wieder alles reparieren und so. Das war jetzt echt eine ruhige Episode. Wir haben jetzt auch schon einiges an Abwehr stehen. Also wir können uns zumindest so ein bisschen verteidigen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für die Episode. Da kommt nämlich schon der Drache. Mal sehen, wie wir nächste Episode weitermachen hier.
ob da noch mehr Wikinger kommen oder so. Die Wikinger waren schon ziemlich fies, vor denen habe ich ein bisschen Angst. Ich denke, die Drachen schaffen wir inzwischen. Ich hoffe natürlich, euch hat die Episode gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode Kingdoms and Castles.